in diesem Video. Kommt Besuch, gehen wir fremd, übertreibe ich's ein wenig, müssen wir ordentlich bergauf und wird's am Ende grün. Herzlich willkommen zurück. Im letzten Video waren wir im Weihnachtsmanndorf bei Rovaniemi. Es gab Neuschnee und es wurde schwer Schnee geschippt. Ich bin dann nochmal kurz ins Weihnachtsmanndorf rein bei Tag. Es war so voll, dass ich eigentlich nur noch weg wollte. Und genau das haben wir dann auch gemacht und sind weiter in Richtung Norden gefahren. Da wurde es dann irgendwann dunkel und irgendwann hörte auch die geräumte Strecke auf. Ja, was machst du dann? Wir hatten verdammt Glück, denn es kam jemand und hat uns geholfen. Und am Ende standen wir bei leichtem Schneefall auf einem schönen, abseits gelegenen, geräumten Parkplatz. Und jetzt viel Spaß mit dem neuen Video. Schönen guten Morgen, liebe Leute. Finnland, nördlich des Polarkreises. 9.40 Uhr, es ist hell. Ich bin Kai von Travel Camping Living, am Reisen in Finnland. Und heute wird's kalt. Draußen schon gut was los. Drei Autos, Schneemobile. Ich weiß nicht, wo sich die hin durchschlagen wollen. Es ist Dienstagmorgen. Müssen die nicht arbeiten? Oder ist das deren Job? Keine Ahnung. Aber ich hoffe, ich stehe ihnen nicht im Weg. Außentemperatur plus minus 0 Grad. So, der erste fährt hier in den Schnee. Viel Spaß, Jungs. Ja, obwohl nur bis 8 Uhr geschlafen, heute ist es jetzt schon wieder 20 vor 11. Mir stehen die Haare zu Berge und so langsam könnten wir mal zusammenpacken, oder? Genau, machen wir mal den Deckel zu. Treten wir aber mal noch vor die Tür. Knapp über 0 Grad, leichter Niesel, der vom Himmel fällt. Das ist jetzt nicht unbedingt das, was man sich vorstellt, wenn man an Finnland denkt und nördlich des Polarkreises. Aber ich habe es ja vorhin schon gesagt, das ändert sich heute zum Glück. Kaltluft kommt, die Umgebung ordentlich verschneit. Da hinten sehe ich noch einen Mülleimer im Schnee stecken, das ist geradeaus das süßliche WC-Haus. Und hier stehen wir an einem See, haben sehr entspannt und ruhig genächtigt und ja, schön hier. So stelle ich mir Winter in Finnland vor. Und wenn wir jetzt noch tiefere Temperaturen kriegen und vielleicht noch mal einen Schluck Sonne, das wäre so das i-Tüpfelchen. Außer den drei PKWs, die heute Morgen hier ankamen, herrscht hier sonst auch ziemliche Stille. Vermute mal, das hier ist auch als Parkfläche, aber da liegen so 30 bis 40 cm Schnee. Hier ist gut was runtergekommen. Herrlich winterlich und verschneit das Ganze. Der Weg, auf dem ich hier entlang laufe, geht übrigens noch ein ganzes Stück weiter Richtung wo auch immer. Ich kann jetzt hier aber keinen Marathon laufen gehen, denn ich habe Wasser auf dem Herd. Deswegen mal lieber zurück zum Van. Nicht, dass wir da eine Sauna kreieren in Sachen Feuchtigkeit. Da sind wir wieder. Gucken wir mal, was das Wasser macht. Nichts. Oh, scheiße, ich muss noch abwaschen. Ja, machen wir das mal. Ja, erstmal alles einsprühen, kurz einwirken lassen und dann abreiben mit dem Zebra. Fertig. Seid ihr fertig mit allem? Habt ihr die Lampen sauber gemacht, die Außenspiegel? Muss ich das jetzt überprüfen, ob ihr das wirklich gemacht habt? Ja, Sapperlot, der eine Spiegel ist frei, da sind wir schon Koblot und Frieda sitzen. Ganz wichtig natürlich, die Lichter müssen auch frei sein vom Schnee. Wenn da Schnee... Ups, geheime Zeichen wieder mal. Oje. Und rechts ist auch frei, sehr schön. Und der linke Außenspiegel, na, das ist nicht perfekt hier. So, jetzt ist gut, Abfahrt. Wir fahren weiter Richtung Norden. Ich will aber noch kurz hier bei einem Shop stoppen, ein bisschen Toast kaufen und ein paar Eier. Ich habe wieder Bock auf Spiegeleier. Und dann ziehen wir weiter. Also los, verlassen wir diesen verlassenen Ort. Wunderschön im Winter, echt cool war's. Gute Nacht gehabt. Sehen wir mal zu, dass wir wieder gut zur Hauptstraße kommen und dann den Shop finden, den wir brauchen. Ja, jetzt seht ihr es auch, links und rechts ist von uns mehr oder weniger Wasser und in der Mitte der Fahrdamm. Das sah gestern Nacht halt ein bisschen dunkler aus. Ja, wie man sieht hier im Wald stehen überall links und rechts noch Häuser rum. Das aber eher Ferienhäuser als dauerhaft bewohnt, wie mir scheint.
Da sind wir auch schon wieder, wo gestern das kleine Abenteuer begann und wir auf den Schneepflug gewartet haben. Kommen wir heute wieder raus. Problemlos. Sehr geil gewesen. Schwer vorstellbar, oder? Dass es heute Abend hier keine Wolken mehr geben soll und klar sein. Also, ich glaube da noch nicht so richtig dran. Das ist ja so grau und tief hängender Nebel. Ich bin gespannt. Da sind wir wieder, haben es an die Hauptstraße geschafft und fahren jetzt mal links rum. Zweiter Gang an, über den Fluss, der hier nicht zugefroren ist. Bei uns da hinten war es schon. Und dann kommen wir gleich an einen Shoppingmarkt. Das müsste dann hier sein. Da gibt es auch eine Tankstelle, wir haben noch halb voll. Das müsste noch reichen erstmal. Gucken wir mal in den Shop. Calvin Plus geparkt. Da hinten stehen noch Mülleimer rum. Da sollten wir nachher mal kurz dran denken, vielleicht. Eure Aufgabe. Hier kommt gerade der Böschler und wir gucken jetzt mal rein. Es kam lange nicht mehr vor. Wirklich lange nicht. Geldbeutel? Scheiße. Zum Glück war er noch nie im Laden. Der liegt noch selig bei Friedrich. Den muss ich ihm jetzt erstmal abluchsen. Also, zweiter Versuch, diesmal mit Geld. Bei 0 Grad laufen Motoren übrigens auch gerne weiter. Das ist den Finnen wurscht. Also der Pöschler hat einen aus, aber die anderen nicht. Solche Funzeln soll ich Mona mitbringen. 6 Euro, 6 Stück. So, wir dürfen hier filmen. Gefragt, Glöck gibt's hier auch, allerdings ohne Alkohol. Wenn ihr einen Hund habt, kriegt ihr den hier auch versorgt. Dosenfutter, Gläser, alles da. Der Co-Pilot hatte noch gesagt, er will Bärenbier. Ich glaube, wir brauchen einen Wagen. Ja, Korb muss es auch tun. Ich weise darauf hin, wir sind nicht in einem Lidl. Wir unterstützen hier einen absolut kleinen, lokalen Laden. Ne? Also für alle die, die immer jammern und maulen, jetzt könnt ihr ruhig sein. Toastbrot? Ja, wo ist es? Naja, nehmen wir sowas Ähnliches. 2,69 bis Ende Monat haltbar. Ein paar Würstchen nochmal für... Ja, 2,50 rum. Was ich jetzt noch nicht gesehen habe, sind Eier. Die Eier? Irgendwo Eier? Gesehen? Oder sonst wo? Die sind hier auf jeden Fall sehr gut sortiert. Gibt's alles. Bier kostet übrigens 15 Euro Sixpack. Alter Verwalter. Jetzt war ich kurz vorm Fragen. Ich finde die Eier 10 Stück bis 8.12. Wenn ihr mithelft, schaffen wir das. Kostet, glaube ich, 2,25. Das geht. Junge, warte, wie geil sind die denn? Schokoladenpulver mit Minze. Da flippst ja aus. 4,15 Euro, 300 Gramm. Hey, sorry, Frieda, aber muss mit. Kaffeepulver aus Costa Rica gibt es übrigens auch. Ihr braucht glutenfreie Kekse, kein Problem. Share, Spekulatius, läuft. Ach so, und Würth. Würth ist überall. Putzmittel, Arbeitshandschuhe. Unterhosen. Ja, auf dem Land, ne? Kriegst du alles in einem Shop. Und noch mehr Wirtprodukte. Ich habe bei denen mal ein Praktikum gemacht. Tja, mal noch was Rundes für unterwegs. Kostet da fast nichts. Oh, Smash. Nein, das kaufen wir jetzt nicht. Das kaufen wir woanders. So, wir haben's. Wir können zur Kasse. Wenn dir 4 Räder nicht reichen, dann nimm doch ein 6x6. Ja, Finnland ist einfach irgendwie. Geil. Wir sollten jetzt aber mal weiterziehen, bevor es hier wieder dunkel wird. Und vom Co-Pilot muss ich jetzt das Bärenbier verstecken, sonst ist der nachher breit. Was machen wir jetzt? Genau, Müll. Sehen wir mal zu, dass wir den noch hier lassen. Und dann fahren wir weiter. Gen Norden, immer weiter. Heute keine Riesenfahrerei. Die hatten wir ja gestern. Heute sind es eigentlich nur 42 Kilometer. Und dann gucken wir mal, dass wir Pause machen, was essen und dann irgendwann den Schlafplatz anfahren. Straßenverhältnisse. Ja, ja, ihr seht es ja, ne? Ziemlich weiß und rumpelig. Da muss man jetzt ums Verrecken auch nicht ewig Kilometer machen. Und morgen soll es ja sonnig werden. Und wenn wir dann dastehen, wo ich hin will, wäre das kein Fehler. Momentan wird der Schneefall aber eher stärker. Temperatur bei minus 1 Grad. Also, ja, gucken wir mal. Wir haben sie zurück, die Zivilisation. 40 Kilometer durch Buschland. Und jetzt fahren wir rechts. Eine Art Retortenstadt hier am, ja, irgendwo. Touristengebiet mit
Skigebiet und allem, was dazugehört. Hier mitten im Outback einfach mal so alles hinbaut. Selbst ein Shoppingcenter gibt's. Minus 3 Grad, immer noch leichter Schneefall, Menge Hotels, Ferienwohnungen, Ferienhäuser hier, einmal alles. Wir fahren hier mal rechts runter. Die haben hier richtig fett Schnee gekriegt die letzten Tage, glaube ich. Da liegen ordentliche Mengen rum. Da gibt es einen Parkplatz, das ist ein Eingang zu einem, ich weiß auch nicht, Skigebiet, Nationalpark, Wandergebiet. Sucht euch aus. Sieht auf jeden Fall herrschaftlich aus. Wir parken uns hier mal hin und hoffen, dass wir auch wieder rauskommen. Und den Berg hoch, den wir gerade runtergefahren sind. Boah, das mal was zu essen. Machen wir 2 Spiegeleier in der Pfanne. Geht ein bisschen bergab, aber wird schon. Irgendwie geht. Gucken wir mal, was das Brot kann. Die Eier kommen gut. Käse habe ich auch noch gefunden im Kühlschrank. Was da noch so drin liegt, verrückt. Guten Appetit. Gucken wir mal kurz vor die Tür. Eier war lecker. Ich habe uns hier so leicht bergab etwas in den Schnee gestellt. Ich hoffe, wir kommen hier nachher rückwärts irgendwie wieder vom Fleck. Schneit übrigens immer noch leicht. Temperatur jetzt weiter unter Null. Und irgendwann kommt dann jetzt die Kälte. Und das Ding habe ich die ganze Zeit aus dem Auto gesehen, aus der Dinette. Und immer, wenn ich das so im Augenwinkel hatte, dachte ich, Mensch, Sonne geht auf. Ist so hell. Aber schnell die Sonne, ist nur Licht. Beliebter Ort zum lang zu laufen. Hier sind nämlich viele unterwegs. Hier gibt es noch Wettervorhersage und Pistenkarte und Zustand. Alles schön ausgeleuchtet und voll im Trocken. Hier legen dann die Langläufer ihre Ski an und ziehen dann in die Weiten des Waldes. Zum Beispiel hier lang ist auch ein Weg für Fußgänger und Langläufer. Oder nur für Fußgänger und nicht für Langläufer, aber definitiv nicht für Autos. Keine Ahnung, ist mir auch wurscht. Das interessiert hier eh keinen. Die Loipe ausgeleuchtet da unten. Oh, sieht das nicht schön aus? Frisch verschneiter Wald. Es geht bergab. Super. Dann kommt man wieder an die Loipe und da loipen sie an uns vorbei. Also es ist fast Schneeschuhwetter, könnte man sagen, wenn es ein bisschen schöner wäre. Irgendwie wird es immer dunkler. Hier ist auch keine Beleuchtung mehr. Aber es gibt noch einen Pfad. Brücken haben sie auch noch gebaut. Diese hier führt über einen Fluss, von dem aber nicht mehr viel zu sehen ist. Vermutlich aber auch nicht mehr ewig. Achtung, Fahrradfahrer. Okay. Ja, Elektrobike, haben wir schon gewundert. Noch mehr Elektrobikes. Da ist ja richtig was los hier im Busch. Kriege ich dann jetzt auch einen Anschiss, weil ich auf dem möglicherweise Fahrradweg rumstehe und laufe. Wie auch immer, ich glaube, ihr wisst, worum es geht. Man kann hier biken, langlaufen, wandern und Skifahren. Einfach alles, was Urlauber gerne machen. Deswegen ist es ja ein Urlaubsgebiet. Und habe ich schon erwähnt, dass wir heute auf über 400 Metern schlafen? Ja, wir fahren richtig hoch. Hofft, es funktioniert. Ey, und wisst ihr, was krass ist? Die Biker, die sind auch auf der Langlaufspur gefahren. Sieht man hier eindeutig. Ist das derb, oder? Wow. Unser Eins läuft brav daneben. Da ist so ein Trampelpfad. Zurück aus dem Wald. Irgendwie ist bei mir noch das Heckdachfenster offen. Ist nicht so clever. Hier lernt gerade eine Gruppe Asiaten langlaufen. Könnte ich mich dazustellen. Kann mit Stäbchen essen und auch nicht langlaufen. Und wie das zu einem Touristenort gehört, Hotels, Touristen natürlich, die über die Straße rennen. Ja, noch ein paar mehr Hotels hier. Die haben wir, glaube ich, einiges an Hotelbetten rumstehen für den Winter. Und es wird immer dunkler. So ein Wintersportort bei richtig Schneewetter, schon irgendwie cool. Wenn nur nicht der Schnee im Gesicht so kitzeln würde. Kleiner Blick hier in die Vergangenheit, früher Rentier und Schlitten, dann kamen die ersten Schneemobile hier oben hin. Das war natürlich eine riesen Errungenschaft und mehr Mobilität und Flexibilität. Ja, und heute düsen sie alle damit rum, auf dem gesamten Fjell. Ihr habt in der Wildnis mal Bock auf einen Burger, Grill und Kaffee. Ich glaube, im Schild nach dürft es hier einen Burger geben. Für uns eher nicht. Kein Geld dabei.
Ich glaube, dass Friedrich langsam wieder anfängt, den Geldbeutel zu verstecken, dass ich nicht so viel ausgebe. Es geht auf Ende Jahr zu, das Budget wird dünn und das Geld muss ja noch reichen für sein Weihnachtsgeschenk. Das ist natürlich ganz wichtig, ne? Seins, alle anderen ist wurscht, aber seins muss safe sein. Und versteht sich natürlich von selbst, dass das der größte Budgetposten im Dezember ist, ne? Logisch. Kleine Ladenzeile hier noch. Haben sie eigentlich so recht nett gemacht hier. Da gibt es noch den Local Pub. Aber ohne Geld gibt es halt auch Bier. Das ist halt immer so. Gut gefüllt, Kopf. Was haben wir heute? Dienstagnachmittag. Das Ding ist voll. Und es schneit munter weiter, habe ich schon gesagt. Immerhin mit wenig Wind. Wir sind jetzt gleich wieder an der Straße. Da eben da vorne ist das Shopping Center. Und mein Team Meteorologe hat mir gerade noch mal versichert, das soll heute wirklich noch aufklaren. Also, jo, mal gucken. Ich bin ja sehr gespannt, ob wir hier heute noch irgendeinen Stern sehen oder was Ähnliches. Also irgendwie bin ich jetzt viel weiter gelaufen, als ich geplant hatte. Ich wollte nur kurz ums Auto rum. Jetzt stehe ich hier gleich wieder an der E-Straße. Und mir fällt gerade ein, mein hinteres Dachfenster ist ja immer noch auf. Huch, Flauschi wird kotzen. Da sind wir an Weihnachtsbäume und Schneemänner, haben wir uns jetzt mittlerweile schon fast gewöhnt, ne? Ende November ist das ja auch schon normal. Oh, Rentiere verstecken sich da auch noch. Nicht überraschend gibt es hier Winterklamotte. Aber brauchen wir nicht, müssen wir nicht, nein. Ja, und irgendwie bin ich schon depp. Man kann ja überall mit dem Auto hinfahren. Es gibt Parkplätze ohne Ende überall, die praktisch alle leer sind. Auch hier auf dem Shopping-Parkplatz. Platz, selbst ein TI findet da noch ein Eck. Aber nein, unser Eins muss ja ums Verrecken laufen. Mann, Mann, Mann. Ja, kein Geld dabei, sonst kein Plan. Also laufen wir zurück. Ich suche mal den Weg für uns. Sorry, dass es ein bisschen dunkel ist, aber es ist halt dunkel. Ich habe die falsche Kamera dabei. Mal umgestellt. Auf Low-Light-Shooting mit der Pocket 3. Viel heller. Ich weiß noch nicht, wie die Bildqualität sich darauf auswirkt. Falls ihr hier auch mal hinkommt, Preise, Husky. 2 bis 3 Stunden inklusive Snack. Also ich hoffe, sie braten an den Husky, sondern meinen damit was anderes. Ab 195 Euro, 4 bis 5 Stunden 220 Euro, Schneemobiltouren, 2 bis 3 Stunden 105, 4 bis 5 Stunden 160, Nordlicht, Hunting 150 und mit dem Rentier 130, 2 bis 3 Stunden, 4 bis 5 Stunden 130. Jo, also wisst ihr mal Bescheid, ne? Und eventuell wisst ihr jetzt auch, warum ich sowas nicht mache. Erstens, weil es mich null reizt, hinter einem Hund herzuhecheln bzw. zu sitzen oder einem Rentier auf den Hintern zu gucken. Gut, Schneemobil, ja, schon eher noch. Aber Leute, für den Preis, da tanke ich einmal voll und 1000 Kilometer sind gefahren. Das ist einfach die Relation zum täglichen Leben für so eine Investition. Das ist mir zu viel. Dafür reizt es mich und triggert es mich nicht genug. Da sind wir wieder, liebe Leute. An der leuchtenden Sonne. Fühlt sich an wie 19 Uhr, aber vermutlich ist es vielleicht 16 Uhr. Ja, verdammte Axt. Ist gerade mal 15.10 Uhr. Vom Gefühl her könnte ich den Dirk machen in 2 Stunden und penne gehen. Mein Datenroaming vom Handy von Sunrise ist alle 40 GB verballert und der Monat ist noch nicht rum. Und jetzt immer Starlink aufbauen wegen Kleinigkeiten ist auch nervig. Und durch Sunrise geht kaum noch was durch. Jetzt habe ich nochmal Yesim aktiviert, habe mir 15 Euro investiert für 10 GB. Testen wir mal, ob das funktioniert. Yesim-fähiges Handy braucht's. Jo, läuft. Unlimited-Tarif bei Yesim hatte ich ja letztes Jahr mal. Das hat ja gar nicht funktioniert. Die haben mich alle 3 Tage wieder gesperrt und irgendwann ging gar nichts mehr und war ja nur nervig. Jetzt aber mit einem fixen Gigabyte-Volumen können sie mich nicht sperren, weil ich habe meine 15 GB oder 10. Wenn ich die verballert habe, fertig. Probiere ich mal aus. Mal sehen, wieso die Erfahrung damit ist. Unlimited würde ich für mein Nutzerprofil nicht mehr nehmen, weil es ist Quatsch. Du wirst dauernd gesperrt, wenn du zu viel Datenvolumen hochlädst. Thema läuft. Yesim-Installation hat funktioniert. Wir haben jetzt 30 Tage 10 GB für 15 Euro. Das reicht uns locker, weil in 4 Tagen kriegen wir schon wieder 40 GB plus Starlink, also sind wir jetzt wieder safe. Mir ging es jetzt eigentlich nur um diesen Rest des Monats November, dass wir da noch 4G-Netz haben. Und jetzt fahren wir 4 Kilometer auf den Berg. Gucken wir mal, ob wir wegkommen. Rückwärts. Aus dem tieferen Schnee. Wieder mal. Kein Problem. Geht gut.
Also das ist immer wieder überraschend, was die Reifen können. Und jetzt fahren wir hier mal zu Berg hoch, oder? Schon ein bisschen Steigung. Gucken wir mal, wie er das bewerkstelligt mit seinen Reifen. Ja, da tut er sich schon ein bisschen schwerer. Aber er findet den Grip, den er braucht, um hochzufahren. Verblüffend. Hasser. Die Allwetterreifen auf Schnee, echt Respekt. Jetzt müssen wir hier noch wieder anfahren. Aber auch das, kinderleicht. Jetzt wäre doch nichts. Und schon sind wir wieder am K-Market und an der E-Straße. Die fahren wir jetzt noch 2 Meter. Busse stehen hier übrigens einige rum. Die kommen wahrscheinlich alle vom nächsten Flughafen. Wir waren übrigens gar nicht auf der E-Straße, das war die Parallelstraße zur E-Straße. Und jetzt geht's bergauf. Schöne Kurve, die wir mit 50 nehmen. Kein Problem für die Räder, minus 4 Grad. Langsam kommt die Kälte. Ja, hier merkt man jetzt schon so ein bisschen, dass die Räder kämpfen. Aber wir fahren immer noch 50 und halten uns gut, also weit entfernt von kritisch. Auch eine flott gezogene Kurve geht. Stehen bleiben wollte ich einfach nicht unbedingt. Müssen wir aber auch nicht, denn wir sind schon oben. Das war praktisch komplikationslos. Und da steht eine Weißware, das gibt's ja nicht. Stellen wir uns nachbarschaftlich weit weg davon. Die Straße geht hier noch weiter. Das Restaurant ist schon zu. Wir sind jetzt hier echt im Kreis gefahren, aber es gibt nicht viele gute Plätze. Wir stellen uns mal hier in die Schneewehe mit gebührendem Abstand zum Nachbar. Der steht da drüben. Also ich hoffe, ihr seht das, aber da rechts verklingen gerade noch die letzten Reste des Tages. Die Wolken reißen tatsächlich auf. 1 oder 2 Sterne sind zu sehen sogar. Also es wird besser. Tja, gerade saß ich noch da drüben. Jetzt stehe ich hier und mache mir meine Suppe warm. Draußen ist es dunkel. Minus 6 Grad, Sterne. Autos kommen und gehen und fahren im Kreis. Mein Nachbar hat gerade vorne seine Abdeckung für die Cockpitscheiben montiert. Das hier oben übrigens ein grandioser Spot für Polarlichter. Aber heute, jo, ihr seht, null Aktivität, ne? Ja, mich erwischt zur Feier des Tages, weil es wohl möglicherweise kälteste Nacht gibt. In Jever. Habe ich doch. Prost. Kann ja nicht mit nach Hause nehmen. Oh, und jetzt Suppe. Geil. Und danach gehen wir noch mal raus vor die Tür. Da können wir ein paar schöne Sternfotos machen, wenn es schon kein Polarlichter gibt. Jo, Müllsuppe ist gegessen. Und hier geben sich die Bustouristen die Klinke in die Hand. Aus Estland. Da hinten vor dem Turm stehen auch noch 2 Reisebusse. Ich weiß gar nicht, was sie hier oben wollen. Ich weiß nicht, was ihr jetzt macht, aber ich muss mal ganz dringend vor die Tür, denn da ist ein bisschen Grün am Himmel im Osten. Das will ich mir mal näher angucken. Vielleicht gibt es noch ein bisschen Polarlicht jetzt. Handschuhe, Mütze, Schal, scheiß drauf. Kamera steht hier schon auf dem Stativ. Da muss noch die Einstellung machen und dann geht's los. We'll be right back.
Ja, ihr seht erschrockene Gesichter. So habe ich auch geguckt, als ich mal kurz hinten aus dem Dachfenster geschaut habe und plötzlich richtig Action am Himmel. Das war ja nochmal deutlich besser als wie zu dem Zeitpunkt, als ich vor der Tür stand. Jetzt habe ich einiges aus dem Dachfenster gefilmt. Geht auch mal zwischendurch. Es ist echt ein kalter Wind jetzt und minus knappe 11 Grad. Da willst du dann auch nicht mehr freiwillig ewig draußen stehen, ganz ehrlich. Ja, und trotz der Kälte, Heizung läuft, Wasser läuft auch, keine Rohre eingefroren, nichts, bisher alles tipptopp. Jetzt gucken wir mal, wie die Nacht verläuft und wie es morgen früh aussieht. Die Temperatur wird zweistellig im Keller bleiben, also minus 10 oder kälter. Wir gehen jetzt mal schlafen und gucken, wie es hier morgen früh aussieht. Bin gespannt. Heute Abend war bis nach Mitternacht hier immer noch reger Verkehr von anderen Polarlichtjägern, Reisebussen und allem möglichen. Echt gut, was los hier oben. Naja, nicht überraschend, ne? Bei so einer Erhebung. Und jetzt sagen wir gute Nacht und schaltet beim nächsten Video auch wieder ein. Dankeschön. Bis dann. Ciao zusammen. Und die Tatze hoch nicht vergessen und den Daumen und gerne kommentieren, abonnieren, Glocke klicken, werdet informiert. Vielen Dank für euren riesen Support. Geile Sache, freut uns immer riesig. Und jetzt, gute Nacht. Schnee bedeckt die Berge, die Luft ist kalt. Kai am Steuer, ein Lächeln wie der Schein. Seine Bärenbande lässt ihn wieder allein. Co-Pilot, der treue Freund, stets parat mit nem Becher Glühwein und nem Lächeln, das tat. Friedrich zählt die Münzen mit einem frohen Blick und Flauschi sorgt für Frieden, für das Weihnachtsglück. Wir ziehen dahin durch die Weihnachtszeit, Sattel führt uns durch das Schneekleid. Mit Co-Pilot, Friedrich und Flauschi dabei. Von Nord bis Süd, das Herz ist frei. Winterabenteuer, der Wind singt ein Lied. Mit Sattel und den Bären, das Fest uns entglüht. Im Lichterglanz.